Das Heidelberger Schloss ist eine der bekanntesten Schlossruinen Europas und natürlich Hauptanziehungspunkt für alle Besucher der Stadt. Die unterschiedlichen Schlossbauten wurden alle zwischen den Jahren 1400 und 1620 erbaut. Der letzte Großbau, der unter Kurfürst Friedrich V. errichtet wurde, ist der englische Bau, benannt nach seiner Frau, der englischen Prinzessin Elizabeth Stuart. Im folgenden 30-jährigen Krieg und dem Pfälzer Erbfolgekrieg wurden die Schlossbauten fast vollständig zerstört. Unter der Regierung der Kurfürsten Johann Wilhelm, Karl Philipp und Karl Theodor startete man mit dem Wiederaufbau, bis das Schloss im Jahr 1764 von einem Blitzschlag getroffen wurde und fast bis auf die Grundmauern niederbrannte. Ein erneuter Wiederaufbau wurde nicht mehr in Betracht gezogen. Der Kurfürst verlegte seine Residenz nach München und das Heidelberger Schloss wurde mehr und mehr seinem Verfall überlassen. Die Bauten fielen zahlreichen Plünderern zum Opfer, die sich Steine, Holz und Eisen zum Bau ihrer eigenen Häuser holten. Erst der französische Graf Charles de Greimberg konnte ab 1810 den weiteren Zerfall des Schlosses verhindern. Dank seines unermüdlichen Einsatzes als freiwilliger Schlosswächter wurde die Erhaltung der Ruinen gesichert und der Raubbau an den Gebäuden schließlich gesetzlich verboten. Von da an erlebte das Schloss in Form einer Ruine seine zweite Blütezeit und wurde zu dem Symbol der Heidelberger Romantik, die so viele Dichter und Künstler inspirierte. Bis heute. Der massive Torturm war Teil der Verteidigungsanlage. Mit insgesamt 4 Toren und den ziemlich beeindruckenden Spitzen des Fallgitters wurde so der Eingang zum Schlossinnenhof gesichert. Mit diesem Eisenring hier hat es übrigens etwas ganz Besonderes auf sich. Der Sage nach soll einer der Kurfürsten, der Frau und Kind durch das Kindbettfieber verloren hatte, einst nach einem Nachfolger für das Schloss gesucht haben. Also ließ er verkünden, derjenige, der es schafft, diesen Eisenring hier zu durchbeißen, dem soll das Schloss gehören, mit all seinen Besitztümern. Natürlich sind alle, die es versucht haben, daran gescheitert. Aber eines Tages kam eine Hexe, die dank ihrer magischen Zauberkräfte fast Erfolg gehabt hätte. Naja, fast. Auch sie scheiterte letztendlich und biss sich die Zähne an dem eisernen Ring aus. Aber man kann heute noch ihren Zahnabdruck sehen.